Wieder setzten Amerikaner und Briten Urangeschosse ein, leugneten es auch nicht, sagten aber diesmal, sie seien ungefährlich. Aus Hajiji kamen damals die ersten Menschen mit sehr aggressiven Krebserkrankungen nach Sarajevo. Nachweisbar haben wir herausgefunden, dass die Anzahl der Leukämieerkrankungen in der Bevölkerung dieser Region jetzt viel größer ist als vor dem Krieg. Die Anzahl bestimmter Bluterkrankungen ist 5 bis 6 Mal höher als vor den Kriegsereignissen in diesem Gebiet. Die Serben ahnten, dass die Bevölkerung von Hajici nach der Bombardierung einer gefährlichen Kontamination ausgesetzt sein könnte und siedelten 3.500 Bürger in das serbische Gebiet Bosniens nach Bratunac um. Aber es war zu spät, denn viele Menschen waren bereits verseucht. Wir wohnten im Zentrum von Hajici. In der Nähe gab es eine Reparaturwerkstatt der serbischen Armee. Die Gegend wurde am häufigsten bombardiert. Und auch das Zentrum wurde bombardiert. Was wussten wir einfachen Leute denn, worum es ging? Dass hier aber etwas nicht stimmte, hat uns ein Fall bewiesen. Ein kleines Mädchen hat in einem Bombenkrater gespielt und anschließend fielen ihr alle Fingernägel ab. Sie wurde ins Militärkrankenhaus nach Belgrad gebracht zu weiteren Untersuchungen. Nur offensichtlich war etwas in der Kratererde, was das verursacht hat. Das ist alles so schrecklich. Mir fehlen die Worte. Diese Menschen sind alle 1 bis 2 Jahre nach der Bombardierung von Hajici gestorben. Das ist furchtbar. Man könnte auf die Grabsteine schreiben, gestorben an abgereicherten Uran. Wir sind sicher, dass die Ursache der vermehrten Krebserkrankungen das abgereicherte Uran ist. Diese Erkrankungen kommen sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen vor. Ein charakteristischer Fall geschah 1995. 2 Personen, ein 4 Jahre altes Kind und ein 24-jähriger junger Mann, standen nebeneinander, als in unmittelbarer Nähe bombardiert wurde. Beide sind innerhalb von 1,5 Jahren an Leukämie erkrankt und gestorben. Von den 3.500 Umgesiedelten aus Hajici starben in den nächsten 5 Jahren 1.112 an Krebserkrankungen. Fast ein Drittel aller Vertriebenen. Hier in Belgrad hält sich hartnäckig das Gerücht, dass diese bombardierten Gebäude in der Innenstadt auch durch Uranmunition zerstört wurden. Untersuchungen von Experten haben allerdings ergeben, dass sie keine Radioaktivität festgestellt haben. Wenn sie sich getäuscht haben, wäre das furchtbar. Hello, it's very nice to see you here. Welcome, wonderful. Pakistan. Wonderful, thank you much. Please, Dr. Kovacevic, haben Sie nach den Bombardierungen einen Anstieg bösartiger Erkrankungen festgestellt?
Neben unseren großen speziellen Einrichtungen, die sich alle mit den verschiedenen Aspekten dieser Thematik befassen, erhalten wir jedes Jahr von der serbischen Regierung sogenannte jährliche Statistiken. Momentan beschäftigen wir uns sehr mit dem Uran-238 und wie stark dieses Uran auf uns einwirkt. Die serbische Industrie ist in den letzten 10 Jahren durch den Krieg, durch Sanktionen und durch alles Mögliche völlig ausgelöscht worden, sodass keine Emission gefährlicher Chemikalien durch die Industrie in unser Ökosystem möglich war. Aber die Belastungen, die uns physisch betrachtet seit Tschernobyl betreffen, haben sich in der Natur durch das Uran-238 der Uranwaffen deutlich verstärkt, sodass es hier jetzt eine zusätzliche große Belastung gibt. Deshalb beobachten wir die Risikogruppen Kinder und alte Menschen sehr genau. In den letzten 5 Jahren sind die Todesfälle von bösartigen Krebserkrankungen drastisch auf 9% gestiegen. Unsere Prognosen sagen, dass diese Zahl in den kommenden 10 Jahren auf 20% steigen wird. I give you some gloves for the hand and the mask, so then you protect your body. Here's the nose and the gloves. Wir waren überzeugt, dass man die Uranmunition hier nicht anwenden würde. Wir haben gedacht, dass es nur ein kleiner Krieg wird. Heute sehe ich, dass es ein gut vorbereiteter Krieg war. Dreckig und heimtückisch. Und dass wir nur Spielfiguren waren, an denen man alles ausprobieren konnte. Oder man wollte etwas loswerden, wovon man zu viel hatte. Mein Verdacht, dass Munition mit abgereichertem Uran verwendet worden war, wurde sehr schnell bestätigt, nachdem die ersten nicht identifizierten Teile in mein Büro gebracht wurden. Manche Geschosse waren nicht explodiert, möglicherweise waren es einige Serien, die nicht getroffen hatten. Diese Geschosse lagen verstreut neben zerstörten Objekten auf dem Beton, auf dem die Fahrzeuge standen. Nach der Bombardierung, als ich das erste Mal hier reingegangen bin, habe ich ein ganz eigenartiges Gefühl empfunden. Ein Gefühl von Wärme, die unnatürlich war. Die nicht bedeckten Teile der Haut fangen an, die Farbe zu wechseln und entzünden sich. Man hat das Gefühl, einer diffusen Wärmequelle ausgesetzt zu sein. Man weiß nicht, wo sie herkommt. Es ist unnatürlich, anders. Es ist nicht leicht, dieses Gefühl zu beschreiben. Sehen Sie das Geschoss? Haben Sie solche hier auch gefunden? Ja, die sind in unserem Gebiet viel eingesetzt worden. Und hier oben war der Urankern. Mein erster Gedanke war damals, dass ich diesen Ort so schnell wie möglich verlassen sollte. Und weil dieses Gelände kontaminiert ist, haben es die Militärs entsprechend gekennzeichnet. Novi Pazar in Serbien. Die mehrheitlich muslimische Stadt liegt direkt an der Grenze zum Kosovo. Die Taktik der Serben, ihre Panzer in Wohngebieten zu verstecken, führte dazu, dass die wenigsten Urangeschosse ihr Ziel treffen. Als die NATO 1999 im Kosovo interveniert, werden nach Schätzung der Serben 30 Tonnen Uranmunition eingesetzt.
In der Nacht auf den 25. April greifen NATO-Flugzeuge die serbische Garnison von Novi Pazar an. Aber sie treffen auch Wohnhäuser und Bauernhöfe. Dass hier 13 unschuldige Menschen gestorben sind, interessiert keiner. Das ist natürlich das Schlimmste. Alle, die gestorben sind, waren ganz normale Zivilisten, die eigentlich mit Krieg und Politik nichts zu tun haben. Und das ist die sogenannte kollaterale Schaden, die eigentlich die NATO-Führung immer erklärt. Ismail Mumcic hat erfahren müssen, dass sich die Geschichte der hohen Krebsraten in Bosnien jetzt im Kosovo wiederholt. Seine Schwester Fikreta leidet seit der Bombardierung an einer aggressiven Leukämie. Bei dieser Bombardierung konnte man sich nicht verstecken. Einmal stand ich am Fenster und ich weiß, dass diese Bombardierung meinen Körper zerstört hat. So bekam ich Leukämie. Es ist nichts, was schon lange in meinem Körper war. Ich habe ein Kind und möchte seine Mutter für ein ganzes Leben bleiben. Das ist mein Kampf. Für den Jungen, nicht für mich oder die Familie. Das ist mein letzter Wunsch. Das ist mein last wish. Wir haben eine Aktion angefangen, um Geld zu sammeln, weil sie leukämiekrank ist. Und das ist auf dem Bild sie mit ihrem Sohn. Der heißt Mirza und da steht, dass Mirza wird gerne mit ihrer Mutter wachsen und dass die Leute, die in diesem Staat leben, mit ihren Spenden, ihrem Therapie- bzw. Knochenmarktransplantation ermöglichen durch Spenden. Und da sind die Kontonummer von der Bank, wo sie Leute Geld sammeln bzw. spenden können. Meine Schwester Fikreta hat es leider nicht geschafft. Nach 13 Monaten Kampf ist sie am 24. Dezember letztes Jahres gestorben. Als einziger Trost bleibt uns ihr vierjähriger Sohn Mirza, der immer nach ihr ruft. Der ist, glaube ich, immer noch nicht klar, dass seine Mutter gestorben ist und sagt ab und zu mal, meine Mutter ist im Himmel und sie kommt wieder. Das ist sehr schwer für uns, ihm zu erklären, dass seine Mutter nie wieder kommen wird. Jetzt weiß ich, was diese Bomben uns angetan haben, diesen Uraniumbomben. Bleibt die Frage, sind bei der NATO-Bombardierung von Novi Pazar Uranbomben eingesetzt worden? Sie sehen ein helles Leuchten, das stärker und stärker wird, etwa 4 bis 5 Sekunden andauert und dann verglüht. Und dann sieht man diese weißen Sterne herabfallen und es sieht aus wie ein großes Feuerwerk. Genauso ist das bei einer Uranbombe. Und doch behauptete im Januar 2001 der damalige deutsche Verteidigungsminister Rudolf Scharping: Nach aller wissenschaftlichen Erkenntnis und nach aller medizinischen Erfahrung ist insbesondere bei eingesetzten Soldaten das Strahlenrisiko vernachlässigbar.
Erinnern wir uns. Einerseits erhält Professor Günther wegen eines einzigen Urangeschosses einen Strafbefehl wegen Freisetzung ionisierender Strahlung. Andererseits behauptet der damalige deutsche Verteidigungsminister, das Risiko der Urangeschosse sei zu vernachlässigen, wenn sie im Krieg wie im Kosovo eingesetzt werden. Serbische Soldaten dagegen tragen Schutzanzüge, als sie die mit Urangeschossen kontaminierten Gebiete markieren und sichern. Hallo. Hallo, welcome. Very nice. Welcome, Professor. Thank you. Nice Thank to meet you. That's fine. I'm very happy to see you. Die NATO meint bis heute, dass die kontaminierten Gebiete nicht gesäubert werden müssen. Was meinen Sie dazu? Man bedenke, dass abgereichertes Uran ein radioaktives Element ist, das eine Halbwertszeit von 4,5 Milliarden Jahren hat. Wenn es in den Gebieten bleibt, dann für ewig. Unser Ziel war es, das wegzuräumen, die Gefahren zu begrenzen und zu verhindern, dass abgereichertes Uran zu einer Gefährdung wird. In die Nahrungskette, das Grundwasser gelangt und damit die Bevölkerung, die Tiere und den ganzen Lebensraum bedroht. Da in dem Grab liegt meine Schwägerin. Sie ist ganz plötzlich krank geworden. Die Haare sind ihr ausgefallen. Sie wurde noch nach Belgrad überwiesen und starb nach 14 Tagen. Keiner weiß woran. Sie wurde 1959 geboren und war nie krank gewesen. Jetzt musste sie so jung sterben. Obwohl die UN-Umweltorganisation auch Jahre nach dem Krieg in Bosnien, im Kosovo und Serbien noch immer Überreste von Uranstaub in Boden, Luft und Grundwasser gefunden hat, meint die NATO weiterhin, dass eine Sanierung der verseuchten Gebiete nicht erforderlich sei. Natürlich haben wir diese Berichte nicht akzeptiert, weil wir der Meinung sind, dass es sich um radioaktive Munition handelt, die vielerlei Erkrankungen bei der Bevölkerung verursachen kann und dass die Gefahr immer bleiben wird. Inzwischen hat die serbische Armee erfolgreich die Sanierung einiger kontaminierter Gebiete abschließen können. Dabei wurde Geschoss für Geschoss der Uranmunition ausgegraben und der verseuchte Boden auf einer Giftmülldeponie entsorgt. Aber jetzt fehlt das Geld, diese wichtige Arbeit fortzusetzen. Italiener, Spanier und Portugiesen melden bei ihren im Kosovo stationierten Soldaten auffallend viele Leukämiefälle. Es ist vom Balkan-Syndrom die Rede, analog zum Golfkriegssyndrom. Die deutschen Truppen im Kosovo hätten dagegen keine Gesundheitsprobleme. Der mysteriöse Tod des deutschen Soldaten André Horn spricht allerdings gegen diese Behauptung. André Horn war am Morgen des 31. Januar 2000 in Prizren in das Feldlazarett gegangen. 12 Stunden später war er tot. Seit dieser Zeit versucht sein Vater verzweifelt, die wirkliche Todesursache seines Sohnes aufzuklären. Am Anfang wurde erzählt, dass André an einer schnelllaufenden Meningokokken-Sepsis gestorben ist. Und im Laufe der Jahre habe ich eben festgestellt, dass das nicht stimmt. Ich glaube nicht, dass die Todesursache, die der Pathologe Dr. Kraft aufgeschrieben hat, dass die den Tatsachen entsprechend tut. Aus den Unterlagen, die ich dann ersehen habe, habe ich einen Erstbefund gefunden von einem Oberstabsarzt Henning Schulz. Da war von einer Hirnhautentzündung oder Meningokokken überhaupt nicht mehr die Rede. Zu diesem Zeitpunkt wird davon gesprochen, dass Herr Horn an einer atypischen Pneumonie erkrankt ist, mit inneren Blutungen. Daraufhin habe ich jetzt alleine den Entschluss gefasst, Strafanzeige zu stellen. In dieser Strafanzeige habe ich auch eindringlich gebeten, eine Exhumierung meines Sohnes vorzunehmen, um die endgültige Todesursache und die Krankheit, an die mein Sohn gestorben ist, zu ermitteln.
Nachdem ich die Unterlagen von Horn eingesehen habe, habe ich doch den Eindruck bekommen, dass der Sohn an Uranmunition verstorben ist. Und zwar hat er zunächst Uranpartikel aufgenommen, und zwar entweder durch Nahrung oder durch die Luft, durch Einatmung, dass sein Immunsystem zusammengebrochen ist danach und dass er dann an Erscheinungen von Infektionen gestorben ist, weil keine Resistenz mehr bestand. Das muss doch einen Grund geben, warum meinem Anwalt und mir in den 5 Jahren nicht gestattet war, die Originalakten einzusehen. Warum darf meine Familie nicht die wahre Todesursache erfahren?